Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Bed Wars. Wir spielen mal wieder auf Old World und wir haben jetzt hier ein paar Teampartner dadurch auch. Man muss natürlich hier als erstes oben rein, das hat er schon richtig erkannt, aber er muss da auch rauskommen, denn viele Blöcke... Oh, er macht das genau richtig. Denn viele Blöcke braucht man gar nicht, um hier auf dieser Karte in die Mitte zu kommen. Das sollte schon völlig ausreichen. Und ja, wir sind natürlich hier wieder mal die Goldplayer. Wer kennt sie nicht? Also wer die Bedwars-Folge mit Mr. Moore nicht geschaut hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Dort wurden Mr. Moore und ich nämlich als Goldplayer beleidigt. Also Spieler, die das Spiel mit allen Features spielen, einfach Bedwars spielen. Ja, wir sind ganz schlimme Finger. Wir sind die Goldplayer. Wir sind die, die auch mal das Gold benutzen, das sie im Inventar liegen haben. So, zack. Ja gut, wir waren jetzt nicht die Ersten in der Mitte. Kann man nichts machen. Aber wir haben dafür das Gold geklaut. Das Gold geklaut, das Gold geklaut. So, okay, jetzt können wir wieder auf Attacke gehen. Ich hoffe mal, dass meine Teamspieler da direkt nachrücken werden und die nicht nach Hause gehen lassen mit dem Gold. Ich glaube aber, das schaffen die gerade. Obwohl, da sind gerade so viele in der Mitte. Das sieht ja schon wieder verdächtig aus. Wir holen uns ein paar Blöcke und eine Spitzhacke und dann gehen wir auch mal da ins Gemenge, ins Getümmel und hoffen, dass wir die einzigen sind, die da mit Gold davonziehen. So, du bist schon mal weg vom Fenster. Wir haben... Oh, wir haben Gold, wir haben Gold. Genau das wollte ich ja erreichen. So, wir haben Gold, das heißt, wir haben gleich Bogen. Oh, da ist einer bei uns, da ist einer bei uns. So, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Wir werden auch nicht verfolgt, das ist gut. Und damit haben wir schon mal den Bogen. Und damit können wir jetzt hier wunderbar aufräumen, denke ich. Ah, schade. Ah, schade. Ah, ja. Getroffen. Ey, yo. Warum gehen die... Irgendwie geht mein Team gerade nur auf gelb. Auf gelb. Nee, auf grün. Wir sind ja Team gelb. So. Ihn da oben. Oh, wie habe ich den denn noch getroffen? So, den haben wir. Getroffen, getroffen und getötet. Wunderbar. Den da drüben auch nochmal. Oh, komm schon. Ich hab dann eine schöne Kill-Serie hier gerade. Hey, lass mich treffen. Jawohl, der fliegt da runter. Sehr, sehr schön. Zack. Und weg ist er. Weg ist er vom Fenster. Wo gehen wir jetzt mal hin? Gehen wir auf Team... Ja, komm, unser ganzes Team geht gerade darauf. Dann helfen wir da mal mit. Wir haben ja eine gute Spitzhacke. Zack. Bett ist weg. Bett ist weg. Bett ist weg. Bett ist weg. Ja, ja, warum? Oh, ich habe mit der Holzspitzhacke die ganze Zeit draufgeschlagen. Aber das ist gar nicht mal so schlau. Hey, wir haben ein Team rausgehauen. Das waren wir gerade fast im Alleingang. So, wunderbar, so, hallöchen, jetzt müssen wir aber schnell nach Hause, denn wir werden, glaube ich, gleich auch, rausgehauen, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Oh, da, guck, oh, bitte, bitte, bitte. Oh, Mist, ich wollte den heftigsten Multikill wieder abholen. Aber war nicht drin. War nicht drin. Da ist schon einer vor mir runtergefallen. Wieder mal durch die Pfeilaura. Und, wartet mal, wartet mal. Oh, der darf nicht nach Hause kommen, der hintere. Der darf nicht nach Hause kommen. Ja, sein ganzes Eisen ist dadurch weg. Und den habe ich auch nochmal getroffen. Was habe ich denn heute für ein Aimbot hier drin? Ah, weiß ich auch nicht. Es läuft auf jeden Fall. So, eben hier entlang. So, eben hier rauf. Ich bin schon wieder... Nein, das war doof. Das war sehr doof. Ich buddel mich auch hier durch. Ich buddel mich auch hier durch. Nee. Komm, komm, nein! Jetzt hat er den mit dem Bogen erwischt. Ah, Mann. Hoffentlich hat noch der eine Teampartner uns ein bisschen Gold hinterlassen. Das wäre schön. Wenn er, er hat eine Truhe aufgestellt. Da ist ein Bogen drin. Das ist schon mal gut. Ein Bogen Level 2 sogar. Ist das jetzt zur Selbstbedienung? Ich glaube schon, oder? Also wenn hier keiner ist, dann nehme ich das einfach mal raus. Und freue mich und bedanke mich. Obwohl noch ein Stück Gold anscheinend fehlt. Für einen Pfeil. Das ist, glaube ich, gerade der Punkt. Deswegen lag das da drin. Ah, verstehe. So. Wir holen uns eben schnell eine Rüstung. Und dann kümmern wir uns mal noch um die anderen Teams. Zack, das kommt da rein. Ah, wir holen uns natürlich eine Spitzhacke. Und dann, was ist das für ein Schwert? Ein Level 2er Schwert, auch nicht schlecht. So, unser Gelber schießt da auch schon mit seinem Bogen wild um sich. Er hat sich bestimmt den Level 3 Bogen gegönnt. Hat jetzt auch schon wieder Gold-Nachschub. Team Rot geht gerade auf ihre Nachbarn, da helfe ich direkt mal mit. Obwohl, ich könnte auch auf Team Rot gehen, weiß ich nicht.
Ah, kritisch ist das unten gerade, wie man sieht. Aua, aua, aua. Gut, was machen wir jetzt mit denen denn hier? Was? Alter, die haben sogar ein Schwert. Die haben... Nee, da kann ich nichts machen. Da kann ich gerade nichts machen. Ah, Mann. Wir bekommen gerade auch ausnahmsweise hier mal Besuch, wenn ihr seht. Da sind direkt Blöcke. Oh, oh, oh. Das Bett von Team Blau wurde zerstört. Alles klar. Aber hier hinter steht einer. Deswegen, ich habe mir nur ein paar Blöcke geholt, um da direkt anzugreifen. So. Und er ist... Was? Er hat sich... Boah, wie der sich gerettet hat hier. Meine Güte, sah das krass aus. So. Gold, Gold, Gold. Oh ja, hier liegt wieder ein bisschen was rum. Das sollte für einen Bogen reichen. Nee, komm. Tschüss. So nicht. So geht das hier aber nicht. Und schnell nach Hause. So, wir machen das Ding jetzt hier ganz locker. Das eine Team, das noch übrig ist, sollte kein Problem darstellen. Denn, also wenn ich jetzt auch noch einen Bogen gleich habe, dann sind wir schon zwei mit dem Bogen hier aus unserem Team. Und das sollte reichen, denke ich mal, für ein Team. Oh, da liegt sogar schon ein Bogen drin. Yeah, yeah, yeah. Das heißt, ich kann mir hier direkt ein Eisenschwert gönnen. Und eine Spitzhacke. Und nochmal ein bisschen Nahrung. So. Was ich jetzt noch brauche, ist eigentlich nur Eisen. Das legen wir nochmal da rein. Auch das Bett von Team Rot wurde schon zerstört. Guckt euch das mal an. Das war ja jetzt einfach, sage ich mal. Kommt. Final Kill, Final Kill. Das hat nicht ganz geklappt, den hole ich mir. Da drüben ist auch noch ein roter. Den habe ich einmal getroffen. Und ein zweites Mal. Den habe ich schon mal. Wie die Bekloppten stürzen wir uns jetzt auf den. Kommt, Leute. Der eine, der hier hinten noch sich versteckt. Wo ist er? Hallo, sag mal Piep. Wenn der nicht hier ist, ist er nicht. Wo ist er denn? Hat er sich hier drin versteckt? Wo hat er sich versteckt? Oh nee, der könnte hier überall sein. Oh nee, oh nee. Wo ist er denn? Wir bräuchten mal ein TNT-Schaf. Das wäre gut. Da ist er nicht, nee. Der ist irgendwo hier auf der Insel. Irgendwo hier. Wir brauchen mal... Ich glaube, ich hole mir mal eben schnell ein TNT-Schaf. Das ist das Beste. Obwohl, ich mache noch eine Stichprobe. Hier bestimmt. Ah, nee. Ich habe doch nur noch eben gerade gesehen, wie er hier raufgeflüchtet ist. Das ist er wahrscheinlich. Das ist er. Das hat das Spiel nur nicht erkannt. Er ist schon lange gestorben, aber weiß nur keiner. So, ich habe nicht mal... Ah, da ist er. Hallo. Und tschüss. Der Final Kill. Yeah. Und damit, GG, schreibt er schon. Gewinnen wir diese Runde. Meine Güte, haben direkt hier 630 Coins gemacht. Sehr, sehr geil. Wenn euch die Runde Bed Wars gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und sage, haut rein und tschö mit Ö.